ich bin? Derzeit Diözesanvorsitzende im Diözesanverband Paderborn und heiße Anna. Ich bin hier, weil... Wir gesagt haben, wir bauen eine Kapelle und wir haben gesagt, es ist Grundsteinlegung am 17. November, deswegen bin ich heute hier. Dass die Kapelle nun wirklich gebaut wird, habe ich erfahren durch... Tja, wie soll ich das jetzt sagen? Also, ich war mit an der Entscheidung, dass sie gebaut wird, beteiligt. Also, es war Verwaltungsratssitzung und dann Mitgliederversammlung. Und in der Mitgliederversammlung ist entschieden worden, wir bauen die jetzt. Und dadurch habe ich das erfahren. Mein Gesicht in dem Moment sah so aus. Und ich war ziemlich frustriert, weil der Tag einfach schon so lang war. Und es war irgendwie schon 9 Uhr abends. Und ja, jetzt auch mal. So vielleicht. Das Geld dann von der DV habe ich investiert in? Ich habe es noch nicht investiert, es liegt aber noch auf meinem Küchentisch. Und ich werde es investieren in Nougat, Marzipan, Pistazien, Rum, Puderzucker und zartbitterer Schokolade. Und daraus werde ich Pralinen herstellen, Mozartkugeln, und werde dann 4 Pralinen zum Preis von 5 Euro verkaufen. Und ich kriege von den 10 Euro etwa so, ja, ich hätte jetzt mal so geschätzt, um die 30 bis 40 Pralinen. Also ich glaube, da haben wir einen ganz guten Gewinn dann gemacht. Die Architektur der Kapelle erinnert mich an? An 3 sich stürzende Würfel. Das, wie Carsten das auch schon erwähnt hat, das ist schon für mich auch so ein, ja, Zusammenhalt, der keine Säule kann fallen, weil sie sich gegenseitig stützen. Das finde ich gut. Die Grundsteinlegung wurde auf den Volkstrauertag gelegt, weil? Immer am Volkstrauertag die Mitgliederversammlung der Freunde und Förderer hier im Diözesanzentrum in Rügen ist. Die Kapelle bedeutet mir? Ein riesiges Projekt für die Amtszeit als Diözesanvorsitzende, und ich hoffe, dass noch in dieser Amtszeit, die ja bis Mai 2015 geht, irgendwas noch sichtbar ist. Also nicht nur da die Fenster, sondern dass wir vielleicht sogar schon die Versammlung da feiern können. Das wäre das Highlight schlechthin. Ich hoffe, dass die Kapelle ein Versammlungsort für jeden wird und auch für die Leute, die nicht so viel mit Kirche zu tun haben, sondern die vielleicht auch ein bisschen kirchenferner sind. Dankeschön. Bitteschön.